So, wir sind jetzt wieder bei Vampire Survivors. Ich habe jetzt Miang und wir schalten jetzt auf jeden Fall den Festive Wind frei. Und deswegen gehen wir auf eine Karte, die ein bisschen einfacher ist, weil sonst ist das mir ein bisschen zu schwierig. Wir machen die Inlet Librari, die Bibliothek in dem Sinne. Wir gehen jetzt einfach auf den hier. Und wir holen uns direkt ein Feuerwand. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das gehen soll. Ach so, diese Teile schweben um uns rum. Jetzt verstehe ich das doch das erste Mal. Bracelet. Fast three projected at a random enemy. Ja, mach mal. Duplikator. Ganz links sind auch noch ein paar Sachen, ne? So, was war links? Links war. Wir müssen auf jeden Fall das Pumaroller holen, ne? Nicht das Motorroller, das Pumaroller, ne? So heißt dieser. Das rote Herz, das Leben regeneriert über Zeit. Das brauchen wir zwingend für unsere Vorhaben. Das ist meine Lieblingskarte einfach hier. Weil dies. Da kommen noch von rechts und links die Sachen, ne? Und dann ist das alles perfekt. Guck mal, wir kriegen die ganze Zeit irgendwelche kleinen Herzchen da. Seht ihr das? Guck jetzt gerade wieder. Weiß nicht, von was das kommt. Open das. Okay, Lightning. Das ist gut. Komm, wir machen noch eine Rundreißerwaffe dazu. Mehr Projektile, mehr Power. Die Armor kann man das schon machen, passt doch. Wir brauchen Pumarola. Wenn wir das nicht kriegen, können wir ja würfeln. Das muss ich mir frei halten. Eine Inventarplatz. So, was ich kurz gucken wollte, ist. Wollte kurz was schauen. Und zwar das Bracelet. Haben wir ja. Wir brauchen aber noch ein grünes. Ah ne, das ist schon evolutioniert. Kann das sein? Genau, hier. Pumarola steht hier. Brauchen wir. Und noch diese Kralle. Aber die Kralle kriegen wir nicht, weil wir erstmal die ganzen Charaktere freischalten müssen nach und nach. Am besten noch Spinat. Spinat bräuchte man noch und Pomarola. Das wäre so unser Ziel. Spinat und Pomarola. Komm, wir brauchen jetzt langsam mal hier unser Wunschding hier, ne? Welches Level haben wir? Wir brauchen noch zweimal für den Ring. Zweimal für den Ring.
Kann man ja rerollen. Na, nee. Egal. Wir müssen nicht rerollen, wir können auch einfach gucken. So. Ob wir jetzt schon was haben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nur den Duplikator haben wir ja schon. Wir brauchen jetzt halt noch die besonderen Level dazu. Irgendwie sitzt meine Kopfhörer nicht so gut. So. Hier, Pumarola, jetzt haben wir es. Genau, das ist das, was wir gebraucht haben. Jetzt noch Spinat am besten. Ne? Das wäre jetzt noch so unser Traum. Spinat. Und dann lass uns mal überraschen, was das für eine geile Fähigkeit ist. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit dafür. Die Sachen hier einzusammeln. Also die ganzen Effekte sind schon irgendwie cool, muss ich sagen. Die haben aus dem Spiel was richtig Cooles gemacht. Damals so, weiß nicht, wann war das? Im Sommer hat es angefangen, glaube ich. Und jetzt dann im Winter 2022 ist es so richtig so ein Hype entstanden um das Spiel. Aber irgendwie sehe ich gerade so, es kommen nicht mehr so viele Videos von dem Spiel. Ich weiß nicht warum. Ist doch ein geiles DLC rausgekommen jetzt. Letztes Jahr im Dezember 2022. Und ich finde das DLC bis jetzt ganz geil eigentlich mit den neuen Charakteren. Klar gibt es auch coole andere Spiele. Aber diese anderen Spiele, Rotato zum Beispiel, ist jetzt auch so richtig gehypt. Aber der flacht jetzt langsam wieder ab, so der Hype. Aber ich spiele trotzdem weiter, auch wenn es Vampire Survivors war halt einfach der Vorreiter und hat das halt einfach so geschafft, sag ich jetzt mal, einen Hype entstehen zu lassen. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, soll ich jetzt schon einsammeln oder noch nicht? Ich sammle es jetzt ein. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Ob wir jetzt schon das Festive Wine kriegen. Nee, wie war mir klar. Wir müssen dann noch das Pumarola upgraden. Noch 3 Stück brauchen wir. Und dann geht's ab. So, ab Minute 12 müssen wir uns langsam mal in die Richtung begeben. Also nach links oder rechts begeben, weil da fängt es langsam an, dass es ein bisschen anfängt, krasser zu werden. Wir müssen halt gleichzeitig was, also leveln und gleichzeitig auch unsere Sachen evolutionieren. Hier, Bracelet haben wir in der allerersten Folge freigeschaltet. Natürlich habe ich da schon wie viele Stunden das Spiel investiert. Kann ich gerade jetzt nicht gucken, oder? 40 Stunden ist jetzt nicht so lang, ist viel Zeit. Aber ist schon krass, muss ich sagen. 40 Stunden. Ja, die werden jetzt schon krasser hier, die ganzen Viecher. Irgendwas ist jetzt hier, läuft hier ganz falsch gerade. Wir brauchen irgendwie mehr Damage oder so. Hallo, das Bracelet ist so ähnlich wie dieses eine Teil, was ich da aufsammle, ne? So eine Art. Boah, ich muss jetzt langsam mal
Pumarola frei hier, ne? Das schreit schon förmlich. Oh, eine Kiste, nächste Kiste. Gibt 3 Revivals, gibt's 10 Health, 1 Armor, 50 Might, aber Duration und Speed. Ja, nimm halt das, weil das ist besser als gar nichts. Eigentlich wollte ich weiter nach links laufen. Aber ich komme ja nicht dazu. Genau das meine ich. Komm, scheiß drauf, wir sammeln die Kiste ein, wir kriegen eh eine neue Kiste. Ist ja jetzt nicht die einzige Kiste, die es jetzt hier gibt. Ah, jetzt haben wir doch das freigeschalten. Evolution 2. Das B-Bracelet. Hä, wie kriege ich dann das andere? Ich brauche nochmal ein Bracelet, um das dann... Hä? Warte mal. Das ist das hier gemeint, oder? Ach nee, das ist ein ganz anderes. Das ist so... Okay, ja, ja, ja. Komm, mach mal auch auf die Kiste. Dann haben wir die schon mal. Und. Ja, wir haben das nächste hier. Wie heißt es nochmal? Thunderloop? Ne? Ne, No Future. Genau. Das ist jetzt... Untracer-Dinge. Genau, das ist jetzt was so richtig eskaliert. Das ist geil. Das finde ich... Feier ich. Durations of Weapons, dann machen wir das. Wir müssen ja irgendwas machen. Und jetzt können wir uns langsam nach links begeben, obwohl es schon viel zu spät ist. Ich muss ja nach ganz links und nach ganz rechts einmal laufen. Um halt die Effekte dazu kriegen, die ich haben möchte. Welche Waffe nehmen wir zuletzt? Das sind halt alle scheiße. Ich möchte halt unbedingt den Platz sparen für das eine Ding hier, weißt du, für die... Ich möchte hier das Tri-Tracelet haben, oder wie es heißt, also mit den 3 Ringen. Gut, dann schauen wir mal, was jetzt in dieser Kiste uns erwartet. Komm jetzt. Jawohl! Wir haben es fertig, das Festheißwind. Das neue Evolve Silverwind Vacant Enemy Defenses. Was das jetzt genau bedeutet, weiß ich gerade gar nicht. Ah, lol. Jetzt sind es so bunte Teile. So Blätter oder was fliegen da rum. Ach du Scheiße. Okay, irgendwie verstehe ich es immer noch nicht mit dem Götterstab oder was das ist, der so Wind macht, wie der genau funktioniert. Ob der jetzt... Das kann man jetzt mal ausprobieren, ne? Ne, das kreist einfach um mich rum. Und ich kann das nur. Ich kann das minimal beeinflussen. Ne? Minimal, aber nur. Spinat. Ich will nach ganz links. Links ist immer gut. Also die. Die linken Ringe und die und das Schwert. Der Schwertgriff ist immer besser als die Schneide und der goldene Ring, glaube ich. Rechts ist cursed und links ist gut.
Ach, da war ein Buch. Ja, das holen wir uns natürlich auch. Dann haben wir das mit dabei. Wir gehen jetzt einfach straight rüber und schauen. Dann laufen wir jetzt zum Zickzack. Einmal Lebensregeneration, dann passt das. Oha, wir können auch später den Skill benutzen, dass wir mit eingesammelten Dingern hier welche töten. Das ist doch geil. Weil später haben wir ja alles evolutioniert, dann juckt es ja keine Sau mehr, so gesehen. Ah, hier ist noch ein Buch zum Einsammeln. Dann holen wir uns das auch noch. Level 2, nice. Und direkt noch den Ring. Holen wir uns auch noch. Der ist da oben, hier. Komm. Schade, dass da nicht steht, was es macht, aber es macht gute Sachen. Ne? Jetzt können wir eigentlich hier versuchen, nach rechts rüber zu kommen, wenn das geht. Boah, welche Waffe nehmen wir jetzt noch? Night Sword bringt uns... Ja komm, wir machen es einfach trotzdem. Bringt nicht viel, aber dann ist es halt so. Der nächste Boss ist da, 20 Minuten. Boah, wir haben noch weniger als 10 Minuten Zeit, hier rüber zu kommen. Wir haben schon richtig lang getrödelt. Da war eine Kiste, aber die ignorieren wir jetzt einfach. Wir haben eine Mission. Und diese Mission müssen wir einhalten. Ah, das war jetzt nicht so klug. Ein bisschen ausweichen müssen wir schon, ne? Aber guck mal, wie wir regenerieren, Junge. Wir sind ja gleich wieder voll. Das eine mal mit. Ein bisschen mehr random. Nass rein. Ich glaube, der ist jetzt auch tot. Den nehmen wir mit. Hier haben wir eine neue Kiste, die holen wir uns. Und dann machen wir einfach die Karte. Achso, das ist die letzte Karte. Komm, dann nehmen wir die. Das sind die Dinger krasser. So, dann machen wir Silberring. Genau, der Silberring war richtig gut. Nice, jetzt können wir hier endlich noch krasser leveln, noch krasser abgehen. Jetzt geht's ab hier. Ja, vielleicht hätte ich warten sollen, einen kurzen Moment, aber ich glaube, wir haben eh alles jetzt haben wir es. Geupgradet. Ein Thunder Loop. Das Gute ist, bei dem Projekt muss ich nicht so viel schneiden, da kann ich einfach durch erzählen. Oh, Health Recovery. Dann mach mir Cooldown Reduction. Die Sachen länger. Wir müssen aber jetzt langsamer rüberkommen. Okay, wir schaffen es nicht mehr rüber. Wir sind zu spät losgelaufen. Vielleicht schaffen wir es ganz, ganz knapp, aber da glaube ich nicht mehr dran. Weil dann zieht mich die Welle an und dann können wir nicht mehr so frei darüber spazieren, wie wir wollen. Das ist nämlich der Händler schon. Doch, wir können jetzt einfach rüber spazieren, das geht schon. Aber wir könnten es vielleicht noch schaffen, eventuell. Wenn wir uns jetzt da sputen. Aber unser Live-Rack ist halt übertrieben gut. Ich glaube, wir schaffen das sogar noch. Wenn wir uns jetzt da anstrengen. Wenn ich da hochgehe. Da hier oben kommt mir gleich der gierige Helm. Den nehmen wir mit. Und dann geht's direkt weiter.
Ja, da kommen sie jetzt, die ganzen krassen Viecher. Wenn wir jetzt die anderen Sachen haben, dann knallt sie richtig hart, sag ich dir. Und Leben erhöhen ist immer gut. Junge, ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen noch. Unser Laufspeed ist ja schon ziemlich schnell. Für das, was wir da machen wollten. Eine neue Evolution haben wir. Und jetzt holen wir uns noch die letzte Evolution. Die nächste. Mit dem Ring. Und dann können wir eigentlich hier stehen bleiben. Oder zurücklaufen. Je nachdem. Weil wie weit der Ring noch weiter hinten ist. Der Ring ist ja voll weit hinten. Warte mal, wie weit sind die Kisten weg? Komm, da gehen wir noch hin. Holen wir uns jetzt die Kiste. Easy. Und dann können wir upgraden. Sind sogar zwei Kisten, oder? Soweit ich gesehen habe. Oder nur eine. Ich möchte unbedingt das Upgrade haben, bevor Ende ist. Boah, das ist bestimmt jetzt eine richtige krasse Spezialkiste. Oder? Komm, gib mir. Gönn jetzt. Nein, die Kiste gönnt nicht. Ach stimmt, wir müssen auch noch die Sachen upgraden. Habe ich vergessen, oder? Den Ring müssen wir upgraden und den. Das Schwert und das Schwert. Und dann kann man es upgraden. Habe ich jetzt nicht bedacht. Leider. Naja, dann ist das leider so. Ist halt schade, würde ich sagen. Also wenn wir genug einsammeln noch zum Leveln, können wir das vielleicht gerade so noch schaffen irgendwie. So. Eventuell. Aber natürlich das Richtige jetzt levelt. Nicht irgendwie so einen anderen Käse. Hier den Ring zum Beispiel. Wir probieren es einfach. Vielleicht kriegen wir es jetzt schon, aber ich bin der Meinung, dass wir es nicht kriegen. Weil wir beides upgraden müssen. Gut, dann haben wir jetzt das Herz. Ach scheiße, ich wollte die gar nicht aufsammeln. Ha, ist scheiße gelaufen. Die gierige Maske haben wir. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Kriegen es never ever aufgelevelt. Wenn wir das jetzt noch aufgelevelt kriegen, dann mache ich hier ein Fass auf, du, ich sag's dir. 7, 5, 6, 8. Komm, gönn noch eine Kiste. Wir haben es fast geschafft. Wir brauchen noch viele XP, aber es ist schon kurz vor knapp hier, ne? Es zieht halt richtig hart an jetzt. Na, das war's jetzt. Das war's jetzt. Jetzt ist over. Jetzt ist over. Wenn wir schnell genug sind, können wir vielleicht noch rüber. Ne, können wir vergessen. Das war's. Schade, aber ich hätte jetzt gerne noch den Effekt gehabt. Wir können direkt quitten, bringt nichts. Wir haben jetzt Evolve the Silverwind, Amenia freigeschalten. Und die gucken wir uns kurz mal an, die Amenia. Und dann beende ich das Video. Hier ist Amenia, die können wir uns direkt 18.500. Ja, ist eine stolze Summe. Die kann man nächstes Mal spielen. Bis dann und ciao.